Naja, so richtig hat mir das keine Ruhe gelassen, aber auch angeregt von den vielen Kommentaren, die uns immer wieder weismachen wollen, dass CO2 so schlimm ist. Also, es geht um die CO2-Lüge, und jetzt mal zum gesunden Menschenverstand. Vorher machen wir ein ganz kleines bisschen Mathematik und ich werde hier oben, deswegen habe ich hier Link, früher habe ich mal links hingeschrieben und dachte die Leute, ich kann nicht links und rechts unterscheiden. Hier oben erscheinen Links, da könnt ihr euch dann weiterbilden. Das kleine bisschen Mathematik besteht daraus. Also man sagt, in der Pharmazie 20 Tropfen entsprechen ungefähr einem Milliliter. Das ist kein genaues Maß, aber ausreichend für Medikamente. Ein Milliliter, Milli heißt Tausendstel, sind also ein Tausendstel Liter. Oder anders gesagt, ein Tausendstel Liter entspricht 0,001. Ne? Drei Nullen, drei Stellen, Liter. Daraus folgt also, ein Tropfen ist ein Zwanzigstel Milliliter. 20 Tropfen sind einer, also muss ein Tropfen Zwanzigstel Milliliter ungefähr sein. Und man kann auch sagen, wenn ich ein Zwanzigstel habe, aber schon Tausendstel habe an Litern, dann muss ich die 20 hier unten drunter mitschreiben. Ich werde noch Links anfügen zum Thema Maßeinheiten oder Bruchrechnungen oder wie auch immer man damit noch umgehen kann. So, ein Zwanzigtausendstel Liter ist also ein Tropfen. Wenn ich das leicht erweitern will, also ganz leicht umrechnen will, wie viel das dann in Litern wieder sind, dann mache ich mir das einfach, indem ich hier unten entweder eine 10.000, eine 100.000 oder eine 10 oder sonst was, also immer ein Vielfaches von 10 stehen habe. In diesem Fall muss ich die 20.000 mal 5 hier unten nehmen, aber Achtung, damit sich der Bruch nicht vom Wert verändert, erweitere ich mit 5. Dann habe ich also 5 100.000stel Liter. Oder so geschrieben, entspricht das 0,00005. 1, 2, 3, 4, 5 Komma Stellen, weil ich 5 Nullen habe. Ne? Also denkt an den Link, falls ihr damit nicht mehr zurechtkommt oder euch da nochmal weiterbilden wollt, wie geht man mit so einem Zeug um. So, jetzt andererseits. CO2 ist ja in der Luft zu 0,0004 Gramm in einem Gramm Luft enthalten. Und ich versuche das mal in Tropfen umzurechnen. Also muss ich die 5 mal 8 nehmen, dann habe ich 40. Jetzt schreibt man das so, 5 mal 8 ist 40, aber Achtung, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte hier auch 5 Komma Stellen und die letzte 0, die habe ich ganz dünn gemalt, die kann man dann weglassen. Jetzt stellt euch mal vom gesunden Menschenverstand her vor, ihr habt eine Tasse kalten Wassers, also 15 Grad Celsius, und ich nehme mal die Standardtemperatur und ihr kippt dort 8 kleine Tröpfchen mit 35 Grad heißem Wasser hinein. Was wird wohl entstehen? Was wird daraus wohl werden? Und diesen gesunden Verstand, wer den noch hat, der sagt, Moment nochmal, da gab es doch eine sogenannte Riemannsche Mischungsformel, aber auf die komme ich gleich. Ja, denkt immer an die Links hier oben. Ich verweise jetzt mal in diesem Fall auf mein CO2-Video, wo ich einerseits mit Sonneneinstrahlung, aber andererseits dann auch mit dem Ofen das gemacht habe, indem ich gesagt habe, okay. Und da hatte ich auch einen Schreibfehler drin. Die Dichte von Luft ist 1,29 Gramm pro Kubikdezimeter, nicht pro Kubikdezimeter, also nicht pro Kubikzentimeter. Und genauso hier hatte ich das D nicht hingeschrieben. Habe mich sogar beim Sprechen selber gewundert, habe es aber hinterher korrigiert. Die spezifische Wärme von Luft ist so entsprechend und hier von CO2 so entsprechend. Ihr könnt das dann alles nach gucken nochmal, und ich habe nochmal darauf hingewiesen, auch in diesem Video, dass eben nur 0,0004 Gramm CO2 in einem Gramm Luft enthalten sind. Naja, Herrgott, nochmal, jetzt zur Riemannschen Mischungsformel. Wenn ich also wirklich tatsächlich das mache, dass ich sage, ich kippe 0,0004 Gramm CO2 erwärmt in ein Gramm hinein, in ein Gramm Luft hinein. Was passiert dann? Und jetzt habe ich keine Lust, die Riemannsche Mischungsformel komplett zu erklären. Hier habe ich einen kleinen Sonderfall, dass beide Wärmekapazitäten gleich werden. Ich möchte es aber nicht extra mit den unterschiedlichen Wärmekapazitäten per Hand ausrechnen. Wer gucken will, guckt doch mal Riemannsche Mischungsregel, hier oben der Link, ne? So, und dann habe ich in diesem Fall mal rechneronline.de und so weiter und so fort bemüht, könnt ihr selber machen. Und dann habe ich die entsprechenden Werte eingegeben. Wärmekapazität habe ich mal großzügigerweise ein bisschen aufgerechnet bei CO2. Das war der CO2-Anteil hier auf dieser Seite. Na, hier auf dieser Seite. Und hier auf dieser Seite
Es ist die Wärmekapazität von Luft, da bin ich auch locker gewesen, habe ich 1,0054 habe ich mir erspart und habe dann mal diese 0,0004 Gramm mit 0,9996 Gramm Luft gemischt. Also hier ist CO2, hier ist Luft. Und ich habe hier 20 Grad wärmeres CO2 hineingekippt praktisch und das gemischt. Die Temperatur wird in Kelvin angegeben, kann man sich hier in diesem Fall sparen, muss man nicht dahinter schreiben. Kann man, habe ich probiert, geht auch. Was passiert dann? Wenn dieses kleine bisschen, also diese 8 Tropfen Luft sozusagen in 1 Milliliter, darf man in diesem Fall nicht sagen, aber in 1 Gramm Luft hineinkommen, dann erhöht sich die Temperatur um 0,01 Kelvin oder Grad Celsius. Puh, lächerlich. Und das sage ich auch mit dem gesunden Menschenverstand. Riechmann hat damals die Formel sehr schön herausgearbeitet. Und das Ganze habe ich dann nochmal mit etwas vernünftigeren Werten gemacht. Gleiche Mengen wieder vorausgesetzt. Und ich habe einfach mal 288 Kelvin, entspricht 15 Grad Celsius ungefähr. Also ziemlich genau. Und ich habe dann einfach mal 5 Grad wärmeres CO2, wenn das ja so doll und so gefährlich wäre, eingegeben. Und ich hatte, wie gesagt, deswegen auch den Online-Rechner genommen. Ich hatte auch keine Lust, das nochmal nachzurechnen. Ist auch logisch. Und der konnte nicht mal 0, hier hat sich gar nichts getan. Ist ja auch logisch. Woher auch? Mensch, das bisschen, was uns da immer weiß gemacht wird. Dann gab es andere Leute, die haben gesagt, ja, bei 15 Mikrometer Wellenlänge, da absorbiert das CO2. Ja, kann ja sein. Und jetzt schaut euch mal den Infrarot, sprich den Wärmestrahlungsbereich, den wir nicht sehen. Ne? Also schaut euch mal diesen riesigen Infrarotbereich an. Der ist riesig. Ich habe hier alleine schon mal das Spektrum, was wir sehen können als Menschen. Das habe ich jetzt mal. Das ist Quelle Wikipedia, könnt ihr selber nachgucken. Ich werde die Links unten auch anfügen in der Videobeschreibung. Und jetzt nehmen wir mal tatsächlich an, und so dünn kann ich diese Linien gar nicht malen, die diesen Absorptionsbanden oder diesen Absorptionslinien des CO2 entsprechen. Herrje nochmal, ich habe sie hier extra nochmal gekennzeichnet, aber ich musste viel dicker einmalen. Wenn von dem gesamten Wärmestrahlungsbereich kleine, viel, viel dünnere als diese hier angegebenen Strichlein fehlen sollten, weil ja das CO2 so böse ist, ja was ist denn dann? Na nichts. Also, das war Blödsinn 8. Teil. Ich hoffe, ihr konntet dem gedanklich folgen, aber ich glaube, ihr seid bei gesundem Menschenverstand, sodass das gar nicht so schwierig wird. Also, na dann, ich wünsche euch ein deutsches Wochenende. Was ich damit meine, werde ich zum Schluss nochmal anfügen. Ich wünsche euch also was Schönes. Macht's gut, tschüss.